So, Freunde, ich komme gerade von der Aufnahme von dem Reaction-Video zu Goku und Vegeta gegen Gas von der Fan-Animation. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall gerne an. Und ich habe einfach spontan und random weitere Fan-Animationen entdeckt von diesem Kanal an der Stelle. Shoutout. Und ich sehe einfach, der hat Fan-Animationen gemacht zu Goku gegen Moro. Das aber vorab nur noch auf Portugiesisch online. Aber Ultra Ego hat eine englische Version und Black Freezer ebenso. Wieso habe ich das nicht mitbekommen oder keiner von euch mir gesagt, dass ich das mal mir angucken soll? Ja, und deswegen würde ich sagen, wir gucken heute das an von Ultra Ego Vegeta und im nächsten Video das von Black Freezer auf jeden Fall. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und wir gehen mal sofort rein in die Reaction. Natürlich erstmal Shoutout an der Stelle an den Kanal. Und Link natürlich zur Quelle in der Beschreibung, ist in der Beschreibung, könnt euch gerne abchecken, zeigt ein bisschen Liebe definitiv. Und ich, warte mal, jetzt. Ultra Ego, warte mal, wieso habe ich das nicht mitbekommen? Wieso habe ich das nicht mitbekommen, ey? Planet Cereal, okay. Jetzt auch in Farbe, mal ein anderer Stil. So. Okay. Ja. Oh mein Gott. What's the matter with you? Are you already tired? Oh mein Gott, ganz kurz, sorry. Ich habe es in einer Sitzung aufgenommen. Ich habe es ja entdeckt, nachdem ich das andere angeschaut habe mit das in Schwarz-Weiß. Man merkt schon so, hier Qualität wirklich richtig clean, auch in Farbe richtig gut. Aber das, was ich zuvor geschaut habe, ist halt so flüssiger. Aber gut, da hatten wir halt keine Farbe etc. Und von der Qualität war es halt mehr oder weniger erstmal so die zeichnerische Grundlage. Nicht um das zu trash-talken eines der Projekte, nein. Ich habe riesen Respekt vor sowas, nur um quasi das mal so auch in Worte gefasst zu haben. Falls ihr quasi auch etwas dazu sagen wollt in den Kommentaren. Natürlich lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr diese Fan-Animation findet. Ich bin wirklich riesen Fan davon. Und aber man merkt ja an der Stelle so ein bisschen so langsamer, was nicht schlecht ist, sondern ist einfach, mir ist es einfach nur aufgefallen. Ich sag's mal so, mir ist einfach nur aufgefallen. Okay, da ist jetzt Granola, die Legende. Aber ey, die Quali ist echt nice. Als AI-Voice? Kann gut sein, ne? Hört's ein bisschen an. Alter, gibt euch bitte. Oh, das war ein Manga so geil, ey. Oh mein Gott. Oh, dieses. Die Szene war im Manga geistkrank. Bitte, Junge, wieso habe ich das nicht gesehen? How can this be? Ich kenne die Voice, ich kenne die. Ich weiß, woher die Voice Lines sind. Das sind so aus Voice Clips, die nutze ich auch manchmal. It's been a while since I felt like this. If it's about protecting something or saving someone, idiot. It's just the blood of the Saiyan race boiling in my veins. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich wollte das immer animiert sehen. Klasse, diese Fan-Animation, aber ist trotzdem geil, Mann. Ultra Ego, bitte gibt euch. You must think only of destruction, Vegeta. Genau. Thus, your power will have no limits. Genau das, Alter. My friend, before creation. Comes destruction. Alter, ich feier die Form so hart, ohne Witz. Von Vegeta. Dieser Ultra Ego, oh mein Gott. Hey, bisher wirklich top. Und das geht auch ein bisschen länger, ne? Das ist Fake Bojack Crew. They change places very quickly. Kakarot?
Oh, Goku ist richtig gut gezeichnet. Oh mein Gott. Alter, Goku ist richtig gut gezeichnet. Alter, er hört nicht auf. Oh mein Gott, Ultra Ego. Ah, den Soundeffekt kenne ich auch. Ey, der sieht aus wie so ein Reptil, einfach Fukuhila bekommen. Oh mein. Der sieht aus wie so ein Primit. The God of Destruction showed me this technique. It told me that it is a power that comes exclusively from instinct. And this power has no limits. Be prepared, because I will not give you peace. Oh nein, bitte mach weiter! Nein! Hey, oh mein Gott, Props, das sah so geil aus. Hey, dieser Ultra-Ego-Vegeta, der sieht so primitiv aus, ne? Das ist der God of Destruction-Weg, das ist geisteskrank einfach. Ich feiere das so sehr. Shoutout an all diejenigen, ah, da stand es auch AI Voice Lines. Ursprünglich machte das auf Portugiesisch. Und, warte mal, das gucken wir uns als nächstes an, by the way, das von Freezer. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, Link zum Originalvideo auf jeden Fall in der Beschreibung, schaut gerne rein. Lasst Liebe da. Warte mal, ich würde mal interessieren, er macht ich glaube, genau, diesen Original sind sie auf Portugiesisch. Und ich würde mal gerne gucken, einfach nur, ich verstehe natürlich kein Portugiesisch, aber ob dort Synchronsprecher genutzt wurden oder nicht. Ob wir das raushören, warte mal, ich spring mal hier vor. Alter, ich könnte das auch gut spielen. Oh Gott, mach keinen Witz. Ich kann Vegeta gut spielen auf Englisch. So richtig reinsteigern. What's wrong with you, Kakarot? Auch wenn es nicht Kakarot ist oder so, aber oh mein Gott, ich steige mich gerade viel zu sehr rein. Rede mal. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Ja, okay, das ist ein Synchronsprecher. Como se trata de proteger algo ou salvar alguém? Also, é o sangue da raça guerreira do Saiyajin. Okay, crazy auf Portugiesisch, Mann. Hey Leute, Hammer, wirklich, das hat mir richtig gut gefallen. Warum zur Hölle hatten wir niemand von euch gesagt, dass es sowas gibt? Ey, also ab jetzt safe, wenn ihr weitere Fan-Animationen oder so kennt, seht, findet, etc. Pipapo, lasst mich auf jeden Fall wissen, worauf ich reagieren sollte, könnte. Ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr das fandet und ich schaue mir jetzt das mit Black Freezer an und für euch kommt das natürlich auch die Tage. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Peace.